Wir sind in dieser Serie «Weniger ist mehr», wo wir uns auch mit Lebensgewohnheiten von Jesus beschäftigen, wo wir da Sachen anschauen. Und heute geht es um unser Lebenstempo. Aber zum Anfang möchte ich euch alle bitten, egal ob zuhause oder da, ganz kurz die Augen schliessen und dich erinnern. Erinnern an einen schönen Moment von deinem Leben. Ein Moment, wo alles gut war. Ein Highlight vielleicht, was auch immer. Können alle kurz sich die Zeit nehmen. Habt ihr so einen Moment vor Augen? Gut. Was fällt auf, wenn wir uns an so einen Moment erinnern? Die dürfen die Augen auch wieder aufmachen. Wenn du dich an die schönsten Momente in deinem Leben erinnerst. Es sind Momente, wo du, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, voll im Hier und Jetzt warst. Wo deine Aufmerksamkeit in dem Moment war. Ganz ungeteilt, frei von Stress, frei von irgendwelcher Gehetztheit. Oder vielleicht gerade kurz darauf ab, wo so der Moment, wo der Druck endlich abgefallen ist. Mir sind Ferienmomente in den Sinn gekommen, unsere Hochzeit ist mir in den Sinn gekommen. Aber auch so spontane Momente, wo sich einfach irgendwo ergeben haben und wo einfach perfekt waren, wie sie gerade waren. So eine Beobachtung, die ich gemacht habe, nämlich dass Zufriedenheit und Freude, dass man sie eigentlich nur dort erlebt, wo wir im Hier und Jetzt sind. Und dass sie eigentlich immer frei von Stress sind. Und dann habe ich aber auch eine andere Beobachtung gemacht. Nämlich, was ist die Standardantwort, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Und so oft ist doch die Standardantwort, hey, gut, einfach gerade mega viel los. Oder einfach gerade irgendwo ein bisschen Stress. Ich weiß nicht, vielleicht ist das an deine Antwort. Ich habe gemerkt, das ist auch oft meine Antwort, wo ich mich oft ertappe, dass mir das gerade so zuvorderst liegt. Und ich merke eigentlich, dass es fast allen irgendwie oft so geht. Nicht immer, aber oft. Und dass es ein Stück weit schon fast ein Normalzustand von unserer Gesellschaft geworden ist, dass wir immer irgendwo einfach viel haben. Oder sogar manchmal fast zu viel. Wir haben vor zwei Wochen, wo wir im ersten Teil dieser Serie waren, also einen kurzen Rückblick gemacht auf den Lockdown, den ersten Lockdown vor einem Jahr, wo wir plötzlich all mehr Zeit hatten, wo Termine plötzlich weggefallen sind und wo viele von uns ein Stück weit auch einfach eine Erleichterung gefühlt haben. Und dann aber auch angeschaut, wie es uns jetzt geht, im zweiten Lockdown, wo man merkt, irgendwo ist es nicht mehr so. Und oft bei vielen, weil wir die Zeit irgendwie schon wieder anders gefühlt haben. Die Freiheiten, die wir irgendwo, wo vielleicht durch den Lockdown ein Stück weit bekommen haben, nebst all diesen Einschränkungen, irgendwo wieder anders gefühlt haben. Mit Outdoor-Aktivitäten, mit Sport, mit Serien, mit irgendwelchen anderen coolen Hobbys, wo wir plötzlich wieder Zeit dafür hatten. Und es uns jetzt wieder eher so geht, wie es eben oft ist. Und ich möchte mit euch einen kurzen Blick in die Geschichte nehmen, so, damit uns ein bisschen klarer wird, warum wir eigentlich immer so viel haben. Wie das hätte kommen können und passieren. Forscher sagen, was die letzten Jahrzehnte ausmacht, ist eine enorme Beschleunigung von unserem Leben. Sie reden davon, dass es das Zeitalter der Beschleunigung ist. Und ich mag mich noch erinnern, als ich Kind war, meine Eltern haben zu den Ersten gehört, die einen Computer zu Hause hatten. Und ich habe es geliebt, das auszuprobieren. Und ganz ehrlich, im Vergleich mit dem, was wir heute in unserem Hosensack haben, ist das Teil eigentlich noch ziemlich dumm gewesen. Und hat sehr wenig können, es hat weit weniger Leistung gehabt. Ein paar Jahre später ist das Internet gekommen und auch dort sind wir relativ früh mit dabei gewesen. Und wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, dann wird man später sagen, 2007 ist nochmal so ein wichtiges Jahr in dem inne gewesen, weil es den Durchbruch markiert hat von ganz vielen Technologien, die mit Computer und Internet sich entwickelt haben. Es war das Jahr gewesen, wo Steve Jobs gesagt hat, one more thing. Und das iPhone für ein Zyklus. Das ist kein iPhone. Aber es war so das Jahr, gewesen, wo der Durchbruch von Smartphones war. Und kurz darauf ab, das nächste grosse Ding war dann die Cloud, die wahrscheinlich viele von euch schon nutzen. Und das Internet der Dinge ist im Moment so ein bisschen das, was mega am Kommen ist. Und was ich damit sagen möchte, ist,
dass die Geschwindigkeit von so technologischen Fortschritten, die einen grossen Einfluss auf unser Leben haben, ist enorm gestiegen. Und ist nicht einfach nur irgendwie innerhalb von einer geraden Linie gestiegen, sondern exponentiell. Das, was passiert, wenn man mit Corona keine Massnahmen trifft, mit den Fallzahlen. Exponentiell. Und das hat enorm viel verändert in unserem Leben. Unser Lebensrhythmus hat sich geändert. Auch aktuell zum Beispiel etwas, wo mega jetzt viel erlebt, ist Homeoffice. Dann Internetzugang. Oder hast du vorher vielleicht ein Computer, ein Gerät in deinem Haushalt gehabt? Heute haben schon fast alle Geräte, bei den einen sogar schon den Kühlschrank, Internet-Access. Unsere Finanzkraft ist gestiegen. Unsere Art und Weise zu reisen. Du kannst irgendwie für nicht einmal 100 Franken irgendwie auf London oder weiss auch nicht wo fliegen. Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind explodiert. Es ist alles, was wir machen, oder alles, was in dem Sinn kommt, ist darauf ausgelegt, Sachen schneller, einfacher, effizienter und hoffentlich auch günstiger zu machen. Und wenn uns also Technologie doch hilft, Sachen effizienter und schneller zu tun und wir eigentlich damit Zeit sparen, warum fühlen wir uns denn alle so, als wären wir beschäftigter als je zuvor? 1960 zum Beispiel sind sich Zukunftsforscher einig gewesen, dass zum jetzigen Zeitpunkt wir viel weniger arbeiten müssen als damals. Und was ist passiert? Das Gegenteil. Wir arbeiten mehr als damals, obwohl wir viel mehr Arbeit in viel weniger Zeit erledigen können. Und das Ganze eben mit Internet und so weiter, mit den Smartphones, hat nochmal eine so neue Dimension angenommen, dass nicht nur wir viel mehr machen und arbeiten und möglichst produktiv und effizienter sind, sondern es hat gleichzeitig auch den Kampf um unsere Aufmerksamkeit so richtig angefangen. Social Media, irgendwelche Apps, News und so weiter, alles kämpft irgendwo um deine Aufmerksamkeit. Das Hauptbusinessmodell im Internet ist Werbung, wo es um Aufmerksamkeit geht. Und es geht mir nicht darum, über diese Sachen irgendwo zu wettern, weil das ist nicht irgendwo etwas Schlechtes, es ist in dem Sinn neutral und vieles davon liebe ich und genieße ich und bin ich froh darum. Aber die Folge, die ganzen Entwicklungen hatten, ist, dass unser Lebenstempo enorm zugenommen hat. Unser Leben hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verschnellert. Wir sind plötzlich nonstop erreichbar. Wir erledigen viel mehr in einem Tag, weil auch ganz viele Arbeiten eigentlich überall möglich sind. Mit dem Handy, mittlerweile ist sogar eine Bank und alles dort drauf. Durch das planen wir viel mehr unsere Tage rein und wir fangen an, jede Minute, die wir irgendwo haben, für irgendetwas zu nutzen. Dazu kommt, oder, dass wir konstant mit Informationen und Kommunikation bombardiert werden. Ich bin mal nachschauen, wie viele Notifications dass wir so durchschnittlich pro Tag bekommen. Und bei den meisten Leuten sind das weit über 100. Die einfach irgendwo mal so aufpoppen und unsere Aufmerksamkeit wollen. Und das läuft konstant, neben dem, dass wir viel mehr erledigen als sonst. Und so haben viele, auch gerade jüngere Generationen, merkt man, fangen immer mehr an Multitasken, so versuchen mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, bringen es meistens doch nicht auf die Reihe. Und wenn man das so will, das Lebenstempo so anschaut, könnte man sagen, heutzutage sind viele von uns im Tempo unterwegs von einem Formel-1-Auto. Ich habe noch eins. Und das schönste Exemplar. Es ist ein Sauber, noch mit Schweizer Herkunft. Wunderschön, gibt es leider heute nicht mehr. Aber das ist das Lebenstempo, wo wir heute häufig unterwegs sind. Und vielleicht auch, wenn du jetzt, oder vieles davon hat mit Handy und so weiter zu tun, wir haben auch Generationen, die noch nicht so mit dem aufgewachsen sind. Aber auch dort merkst du wahrscheinlich, dass du dich dem irgendwie nicht kannst entziehen. Und ich merke, Steffen, ich komme immer wieder an einen Punkt an, wo man merkt, hey, jetzt sind wir wieder in dem Rang hinein, wo wir zu viel in unsere 24 Stunden reinpacken wollen. Zu viel in unsere Woche reinpacken wollen. Dass unser Tempo wieder enorm hoch ist. Warum sage ich euch das alles? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind, dass wir gute und weise Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Weil sich auch zeigt, dass je länger, je mehr die Menschen überfordert sind mit dem Lebenstempo. Und wie
als Folge davon Sachen wie Burnout, wie Erschöpfungsdepressionen und so weiter enorm auf dem Vormarsch sind. Und ich habe so einen kleinen Test gemacht, wo man könnt mal ein bisschen anschauen könnte, so was sind Anzeichen, für, dass unser Lebenstempo zu hoch ist. Das ist auf Slido. Ihr dürft alle mal euer Handy führen. An die High. Wäre cool, wenn ihr es führen würdet. Und ihr könnt entweder den QR-Code scannen oder auf slido.com und dann dort den Code 39540 eingeben. Und da hat es ein paar Fragen drauf. Und du kannst einfach ankreuzeln, was auf dich zutrifft. Ganz ehrlich. und dann keine Angst, es ist anonym. Es gibt nicht jetzt irgendwie, dass jemand persönlich dann, sondern es zeigt sich einfach mehr, was wie so ein bisschen auf uns zutrifft. Die Umfrage setzt sich jetzt dann, sobald ihr die Fragen beantwortet habt oder das angehökelt habt, ein bisschen verändern. Es sind Sachen drauf, wie du bist oft knapp dran, um einen Bus oder Zug zu verwischen oder du fährst Sport los. Du checkst dein Handy mehrmals pro Stunde. Du überlegst dir, was du während Mikrowellen läuft kannst machen. Du bist ungeduldig oder wirst ungeduldig, wenn du neu mit anstehen musst. Du hast oft an 5 von 7 Übungen in der Woche etwas los. Du wechselst die Schlange irgendwie im Stau oder an der Kasse, um schneller Fürsche zu kommen. Während du am Fernsehen bist du noch irgendwelche Sachen am Erledigen. Du schlafst weniger als 7 Stunden pro Tag, nimmst dein Handy für, sobald du irgendwo kurz warten musst. Du lässt dich von sinnlosen Sachen stundenlang beschäftigen. Ihr seht da ein bisschen die Auswirkungen. Was top sind, das mit dem Handy ist top, das mit der Mikrowelle. Vielleicht kannst du mal noch schnell ein bisschen abscrollen lassen, dann sieht man die anderen Sachen noch ein bisschen. Das mit dem WC, da bin ich in dem Fall nicht der Einzige. Ich sehe, wir haben alle viel. Jetzt, wenn du bei etlichen Fragen ja gekreuzelt hast, dann ist es ein Anzeichen, dass dein Lebenstempo wahrscheinlich zu hoch ist. Und wenn du bei einem Grossteil von diesen Fragen hast ja angekreuzelt, dann wirst du gemäß Definition sogar unter einer Krankheit leiden, die heisst Hurry Sickness. Das ist wirklich ein Begriff, den es gibt. Das ist ein tatsächliches Krankheitsbild. Es muss nicht unbedingt schlimme Folgen haben. Es kann aber bis zu Panikattacken führen, wo Leute wie irgendwann nicht mehr klarkommen mit diesen Sachen, obwohl sie das Gefühl haben, sie haben alles im Griff. Ich habe mich in vielen von diesen Sachen wieder, jetzt sieht man es nicht mehr oben, aber ich habe mich in vielen von diesen Sachen wieder gefunden. Und darum möchte ich es noch mal sagen, ich predige wirklich auch zu mir in dieser Serie. Jetzt vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit unserem Glauben zu tun? Im Teil 1 dieser Serie haben wir festgestellt, dass unser Lebenstempo, die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, heutzutage wahrscheinlich, ich würde jetzt das behaupten, Jüngerschaftskiller Nummer 1 ist. Wenn wir die Früchte vom Heiligen Geist anschauen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung, das sind alles Sachen, die nicht wachsen können in einem Leben, wo wir konstant mit zu hohem Lebenstempo unterwegs sind. Vielleicht merkst du das selber in deinem Leben, wie ein zu hohes Lebenstempo dir Freude raubt, wie es Dankbarkeit raubt, wie der Friede verschwindet, wie Geduld verschwindet, wie Rücksichtsnahme abnimmt und so weiter, die Früchte vom Geist. Es hat in dem Sinn aber auch einen negativen Einfluss auf unsere Beziehungen, weil Liebe braucht Zeit. Liebe geht nicht, wenn wir dauernd gestresst sind oder zu schnell unterwegs sind. Zu schnell unterwegs sein lässt uns auch nicht gute Entscheidungen treffen, weil wir keine Zeit haben, um uns wirklich Gedanken zu machen und oft zu fest aus dem Affekt handeln. Es ist im Generellen nicht gesund für unsere Ehe, für Familien, für Kreativität und so weiter. Und im Teil 1 dieser Serie haben wir entdeckt, wie Jesus sich immer wieder in die Stille zurückgezogen hat, auch zur Verbindung mit dem Vater. Gerade in Zeiten, wo er schnell unterwegs ist oder wo viel gelaufen ist, wiederherstellen. Wie er das gebraucht hat und wie es auch wir brauchen. Und heute möchten wir einen anderen Aspekt
anschauen aus dem Leben von Jesus. Darum ist der Titel «Weniger Eile, mehr Aufmerksamkeit». Und vielleicht geht es dir auch so, wenn wir das Leben von Jesus anschauen oder wenn wir auch die Berichte lesen über Jesus, dann scheint es doch irgendwie so, als ob Jesus nie wirklich gestresst gewirkt hat. Die einzige Stelle, die mir so ein bisschen in den Sinn kommt, ist dort, wo er die Händler aus dem Tempel rausgejagt hat. Wo, glaube ich, der Puls mal wirklich ein bisschen oben war. Aber sonst wirkt es so, als wäre es eigentlich das Gegenteil. Als wäre Jesus oft eher langsam und gemütlich unterwegs. Sogar teilweise für die damalige Zeit. Jetzt ist es nicht so, dass die Bibel mega konkret über das redet. Aber auch hier, gesagt in dieser Serie, versuchen wir auch ein Stück weit zwischen den Zielen zu lesen. Und zwei Beispiele, wo wir das wie so ein bisschen sehen. Das eine ist die Geschichte von Jesus und dem Lazarus, der schwer krank war. Er hatte Freunde, Maria, Martha und den Lazarus. Und da steht, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Also es sind gute Freunde von ihm gewesen, Leute, die ihm wichtig waren. Und Maria und Martha haben Boten zu Jesus geschickt, die ein bisschen weiter weg war, weil der Lazarus schwer krank war. Und sie sind zu Jesus und gesagt, hey, bitte komm, der Lazarus ist schwer krank. Und dann, was lesen wir im Johannes 11, Vers 6? Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Jesus hat es einfach gechillt genommen. Und ganz ehrlich, für uns manchmal ein bisschen unverständlich, oder? Wenn man das so anschaut. Hey Jesus, der ist krank, der ist schwer krank, der stirbt. Da musst du jetzt etwas machen, du musst dich jetzt aufbrechen. Du hast ja, und das war nicht ein Katzensprung gewesen, oder? Mehrere Tagesreisen. Andere Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf der See ist, lesen wir in Matthäus 8. Das heißt, danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Er schläft. Es war hektisch, alle haben irgendwie geschaut, um sich festzuheben. Jesus schläft. Im unpassendsten Moment, bis er gewirkt hat. Und schon als Kind sehen wir, dass Jesus anstatt mit seinen Eltern heimgereist ist, wo sie in Jerusalem waren, dass er noch 3 Tage mit Schriftgelehrten im Tempel diskutiert hat, während seine Eltern ihn gesucht haben, nicht gewusst haben, wo er ist. Und selbst wenn dann Jesus mal, ich sage jetzt mal, motorisiert unterwegs war, dann hat er den Hippiebus von der damaligen Zeit genommen, nämlich einen Esel. Und da so einen Hippiebus können auftreiben. Das ist wie Jesus in der damaligen Zeit so quasi unterwegs ist. Das brauchen wir heute so ein bisschen als ein Symbol. Er war mit dem Hippiebus unterwegs gewesen. Und eher weniger mit dem Formel-1-Karren der damaligen Zeit. Sein Leben war nicht geprägt von Stress und möglichst viel Effizienz und möglichst viel irgendwo in den Tag hineinzuquetschen. Obwohl Jesus eine klare Mission hatte. Er hat gewusst, wo es für ihn angeht. Aber sein Lebensstil war geprägt so, dass er Zeit für Gott hatte und Zeit für Menschen. Das waren seine Top-Prioritäten. Und die Frage ist, wenn du vielleicht dein Leben anschaust, vielleicht einfach mal schnell als einen Gedanken, was sind deine Top-Prioritäten? Für was machst du Zeit oder hast du immer Zeit? Ich glaube, es ist eine gute Frage, uns mal zu fragen, würde Jesus, wenn er heute wird leben, auch so viel in seinen Alltag versuchen, reinzuquetschen, wie wir das oft machen, wie ich das versuche. Oder wäre Jesus vielleicht viel langsamer unterwegs? Und wäre das vielleicht nicht für uns alle irgendwo auch ein Stück weit gesünder? Ein weiterer Gedanke, den ich möchte anschauen möchte, ist, wie wir bei Jesus sehen, dass er sich immer wieder unterbrechen lassen hat. Und wie gesagt, Jesus hat eigentlich gewusst, was er möchte. Er hat Ziel gehabt. Er ist nicht planlos rumgelaufen. Und obwohl er oft sehr eine grosse Menschenmenge auch um sich herum gehabt, hat er sich nicht stressen lassen, sondern hat sich immer wieder unterbrechen lassen, sich Zeit genommen für die Menschen um ihn herum,
So wie man es mit so einem Hippie-Bus machen, oder? Ein bisschen durch die Gegend cruisen, irgendwo mal anhalten, mit Leuten reden, da sein für Menschen. So wie wir uns das so ein bisschen vorstellen. Eigentlich scheinbar ineffizient, wenn man es so anschaut, oder? Ein Beispiel: Jesus und die blutflüssige Frau. Wir lesen, da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Und während sie gelaufen sind, ist da noch eine Frau in dieser Menschenmenge gewesen, die unrein war, weil sie Blutungen hatte, schon ihr Leben lang, die krank war und wo sich an Jesus angeschlichen hat, ihn berührt hat. Und allein durch die Berührung ist sie geheilt worden. Und Jesus war ja eigentlich, kann man sagen, in Eile gewesen. Aber was macht er? Er stoppt. Er dreht sich um und fragt die Leute, wer hat mein Gewand angelangt? Und er kommt mit dieser Frau ins Gespräch und redet mit ihr. Obwohl er eigentlich unterwegs ist zu dem Mädchen, der im Sterben liegt. Ich weiß nicht, wie es dem Jairus wahrscheinlich in dem Moment gegangen ist. Jesus, die Frau ist geheilt. Bitte, ihr geht es gut. Und die Jünger wahrscheinlich auch. Jesus, du hast jetzt eigentlich keine Zeit, um mit ihr noch zu reden. Es ist etwas Wichtiges dran. Und doch ist gekommen, dass noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hat sich Zeit genommen für die Frau. Wir wissen, das Beispiel ist, oder die Geschichte ist nicht fertig. Jesus hat das Mädchen geheilt und auferweckt. Aber Jesus hat sich Zeit genommen für die Frau, die ihn völlig überraschend in dem Sinn dort angelangt hat. Und wir sehen immer wieder, wie Jesus so viele Menschen da war, wo er irgendwo unterwegs begegnet ist. Und nicht nur für die da war, die einen Termin mit ihm abgemacht haben, sondern dass er sich immer wieder unterbrechen lassen hat, angehalten hat, oft sogar einfach abhalten lassen hat von anderen Sachen. Und ich habe mich gefragt, was würde in unserem Leben passieren, wenn wir uns unterbrechen lassen würden? Oder wenn wir uns unterbrechen lassen könnten, vielleicht. Wenn wir Zeit hätten, mit unseren Nachbarn zu reden, jemandem spontan zu helfen, vielleicht jemanden einfach mal einladen, den wir spontan getroffen haben. Was möglich wäre, wenn wir langsamer unterwegs wären. Ein bisschen so unterwegs wären. Ich habe das noch nicht runtergehört. Wäre es möglich, dass mehr Frucht vom Heiligen Geist in unserem Leben könnte wachsen? Dass es mehr Platz in unserem Leben hätte für Liebe, für Freude, für Frieden, für Geduld, Freundlichkeit, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Wäre es möglich, dass du Gottes spontane Reden in deinem Leben vielleicht mehr würdest hören, könntest warnen? Dass du mehr Kapazität hättest, um für andere Menschen da zu sein? Zum Beispiel für deine Nachbarn. Oder zum Beispiel, wenn von Hope and Care eine Anfrage kommt. Dass du könntest sagen, hey ja, ich bin ready, ich kann es machen. Dass du mehr Aufmerksamkeit für die Menschen in deinem Umfeld könntest haben. Mehr wirst du sehen, wie es ihnen geht, was wie ihnen abläuft. Dass du vielleicht sogar bessere Entscheidungen könntest treffen in deinem Leben. Das Problem mit der Geschwindigkeit, wenn wir so unterwegs sind, ist, je schneller wir unterwegs sind, desto weniger mag es Ablenkung, desto weniger mag es irgendeine Unterbrechung leiden. Wenn du mit Vollgas unterwegs bist, dann crasht es, wenn irgendetwas dazwischen kommt. Geschwindigkeit, je schneller wir unterwegs sind, das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. In einem Formel 1-Auto, das Bild aus dem Cockpit, alles links und rechts verschwindet, wird, du siehst es nicht mehr, es zischt alles so an dir vorbei. Du kannst gar nicht mehr wahrnehmen, was an deinem Lebensrand vielleicht abgeht. Wenn alle Termine so dicht hintereinander eingeplant sind in unserem Leben, dann gibt es keinen Platz, um jemandem spontan zu helfen, auf irgendjemanden einzugehen, der vielleicht deine Hilfe bräuchte, wo es vielleicht gerade nicht so gut geht.
für jemanden zu beten und ihm von deinem Gott zu erzählen. Weil wir so einen Tunnelblick bekommen. Jesus hat uns aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und das ist mehr, das heisst mehr als einfach nur glauben und reden, was er geredet hat. Sondern es heisst, so unterwegs sein, wie er es unterwegs war. Ich glaube, unser Wunsch ist es doch, dass er grösser werden kann in unserem Leben, dass er mehr Raum bekommt. Ich habe mich gefragt, ob es sein kann, dass vieles von dem manchmal in unserem Leben auf der Strecke bleibt, weil wir zu beschäftigt sind mit allem anderen. Oder ob es sein könnte, dass heute der Preis der Nachfolge, wo Jesus ab und zu davon redet, eben vielleicht auch bedeutet, langsamer unterwegs zu sein in unserem Leben. Obwohl es vielleicht sogar auch anders möchte. Und manchmal kostet das etwas. Manchmal ist es ein Verzicht. Steffi und ich haben vor einer Weile angefangen, darauf zu achten, wie viele Übungen in der Woche das wir verplanen. Und versuchen, immer ein paar frei zu behalten. Und es ist manchmal unangenehm. Und es gibt manchmal blöde Situationen, wo du gerne etwas abmachen oder nicht. Und es gibt auch mal, dass wir eine Ausnahme machen. Aber es kostet dann manchmal ein bisschen etwas. Aber es lohnt sich dort immer wieder, uns zu fragen, wie viel mehr wäre unser Leben prägt von Freude, von den Früchten, vom Geist, von Weitsicht, von Beziehungen, die wir darin investieren könnten, von Ermutigung, von Gottes Reden in unserem Leben, wenn wir vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs wären. Vielleicht so, wie es während dem ersten Lockdown war. Wo wir das vielleicht ein Stück weit ein bisschen erlebt haben, wo das plötzlich ein Stück weit ein bisschen möglich war. Wo weniger auf eine gewisse Art und Weise eben mehr war. Die Frage ist, was wir jetzt machen, oder? Weil ohne Veränderung passiert nichts, wird sich nichts ändern. Und die Frage ist oft, aber wie? Ich habe in letzter Zeit öfters Gespräche mit Leuten geführt, auch über diese Thematik. Und so oft sind Aussagen darin vorgekommen, hey, eigentlich hast du voll recht, ich würde eigentlich mega gern, aber ich weiss einfach nicht wie. Wie ich das möglich machen soll in meinem Leben. Mit Familie, mit Kind, Arbeit, Bekannten. Es ist nicht alles so einfach kontrollierbar, oder? Wenn man bei allem einfach, wenn alles so einfach wäre, dann würden wir es wahrscheinlich auch alle machen. Und es ist so, je nach Lebenssituation ist es vielleicht viel schwieriger. Und ich möchte einfach so zum Schluss ein paar Impulse geben, wie man das könnten angehen. Vielleicht kennt ihr so die Bände, die man früher noch hatte. Also ich hatte als Teenager so eins, WWJD. Was würde Jesus tun? Immer ein gutes Motto. Und vielleicht müsste man in dieser Situation auch mal anders fragen, nämlich WWJL. Was würde Jesus lassen? Was würde Jesus vielleicht in unserer Situation, in deinem Leben, nicht machen? Gibt es Sachen, wo man vielleicht besser sein würde? Wo du vielleicht einfach kannst, wo du vielleicht auch musst sagen, passt aktuell nicht in mein Leben rein. Muss ja nicht für immer sein. Und es ist so, oder? Wir haben Verpflichtungen und wir müssen uns mit denen irgendwie arrangieren. Wir müssen das anschauen. Aber es ist auch nicht immer so, dass alles, was wie eine Verpflichtung aussieht, wirklich eine Verpflichtung ist. Und dann gibt es nebst dem noch ganz viel anderes, oder? Wenn wir würden aufaddieren, was wir alles für Zeit brauchen, für irgendwie Filme, für Serien und so weiter, dann merken wir, eigentlich hätten wir schon noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal ermutigen, um vielleicht sogar sich mal ganz radikal Gedanken zu machen. Sich einfach das wirklich an durchspielen, vielleicht sich sogar Fragen stellen, hey, muss ich so viel arbeiten, wie ich arbeite? Ist das wirklich nötig? Müssen wir so viel Geld verdienen, wie wir verdienen? Vielleicht sogar auch als Paar, oder wenn beide irgendwo arbeiten. Oder bei Beziehungen. Kann es sein, dass man manchmal zu viele Beziehungen möchte aktiv pflegen und so immer wieder in eine Situation kommen, wo es schwierig ist. Steffi und ich nehmen uns regelmäßig immer wieder Zeit, wo wir das überlegen. Und das sind manchmal schwierige Sachen. Dort zu überlegen, welche Beziehungen investieren wir. Oder wenn es um unsere Freizeit geht, gibt es nicht vielleicht manchmal auch viele Sachen, wo wir mehr einfach machen, weil wir das Gefühl haben, dass wir sonst etwas verpassen. Wo mehr aus dem Drang rauskommen oder weil wir das Gefühl haben, alle anderen machen es auch und wäre doch irgendwo für uns auch noch cool.
Und da gibt es so eine Übung, die man mal machen kann, nämlich so den Lebensrucksack packen, indem man sich einfach mal überlegt, was gehört in meinen Lebensrucksack rein. Und dann zuerst so die wichtigsten Sachen rein tut, Beziehung mit Gott, Ehe, Familie, wie viel Zeit braucht das, Kirche, Arbeit, Beziehungen und so weiter und dann weniger. So auf der, ich sage jetzt mal, auf der grossen Skala, so in Richtung Lebensentwurf. Wie lebe ich überhaupt? Und ist das gut, so wie ich möchte leben? Und dann gibt es das Zweite, oder? Der zweite Schritt so, dann im Kleineren. Und dort geht es viel eher darum, Ablenkungen zu minimieren. Und das ist manchmal einfacher, oder? So ein bisschen, das ist ja, geht schon wieder fast in die Richtung von Optimieren. Aber vielleicht dort mal ein bisschen genauer anschauen und sich überlegen, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, wie viele Sachen gibt es, die uns einfach Zeit fressen. Wo wir Zeit einfach mit etwas verbringen, wo ehrlich gesagt eigentlich nicht viel wert ist. Zu viel News, zu viel Netflix, zu viel Serien, Games, zu viel Zalando und so weiter. Das ist natürlich nicht mein Problem, oder? Zalando. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist alles nicht gut, sondern es geht oft um die Menge. Wie viel ist gut davon? Wie viel hat Platz in meinem Leben? Und dann kann man auch andere Sachen anfangen, sein Leben so ein Stück weit versuchen, einfach einmal bewusst ein bisschen zu entschleunigen. Indem man sagt, ich verzichte auf Multitasking. Wenn ich eine Sache mache, dann bin ich ganz bei dieser Sache und dann habe ich nicht irgendwo nebenbei auf dem Handy noch irgendetwas offen. Oder indem man mal sich bewusst vornimmt, okay, ich bin 10 Minuten zu früh, anstatt immer kurz vor knapp. Unnötige Apps deinstallieren. Es gibt Leute, die haben einen guten Tipp, handyfreie Zeiten definieren. Wie sagen, das ist die Zeit, wo ich nicht am Handy bin. Oder sich bewusst entscheiden, das Handy im Sack zu lassen, wenn man noch jetzt warten und sagen, nein, ich nehme es jetzt nicht für. Oder mal an der langsamen Schlange anstehen. Anstatt verzweifelt versuchen, herauszufinden, welches ist die schnellste. Und einfach sagen, ich genieße jetzt das, dass ich in dieser Schlange stehe. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und ich glaube, jeder muss das für sich ein bisschen herausfinden, oder? Und etwas weiteres ist so, Marge einbauen. Man sagt, Marge ist das, was zwischen unserer Last und unserem Limit liegt. So die, das Spatzige, das wir haben zwischen dem, was einfach noch ist, gesunde Last und dem, was eigentlich unsere Limiten ist. Und was ich merke, und das ist, ich komme aus der IT, oder? Da hast du viele also Projekte müssen abschätzen, Aufwand und so weiter. Und es ist nicht nur in der IT so, sondern generell, wir unterschätzen generell eigentlich den Aufwand und die Zeit, die für Sachen, die wir erledigen, nötig sind. Konstant. Und vielleicht wäre es dort einfach daran, überall mal 20% über dem drauf zu legen, von dem, was wir schätzen. Und so vielleicht auch mal einfach weniger in den Tag hinein planen. Ein bisschen Zeit oben drauf zu geben. Im Endeffekt muss jeder für sich ein bisschen überlegen. Vielleicht könnt ihr in den Small Groups zusammentragen, was es für Möglichkeiten gibt, was andere ausprobiert haben. Aber ich glaube, ein Leben mit weniger Eile, mit einem tieferen Lebenstempo, führt zu mehr Aufmerksamkeit. Für unser Umfeld, für die Leute rund uns, um uns herum und zu mehr Frucht in unserem Leben. Mehr Frucht, die wir vielleicht im Leben von anderen Menschen hervorbringen können, aber auch mehr Frucht vom Heiligen Geist in deinem Leben. Wenn wir uns entscheiden für ein Lebenstempo, das weniger das Formel-1-Auto ist, wo mehr der Hippie-Bus vielleicht ist, auch wenn das vielleicht nicht immer so attraktiv ist, wie, das, wie wir uns das amigs mit dem Hippie-Bus vorstellen. Und ich glaube, der grösste Find in dem Innen ist zum einen unsere Gewohnheit. Das habe ich ja schon immer gemacht, und weil wir so schnell wieder in dem drin sind. Und auch unsere Angst, etwas zu verpassen. Und manchmal sind da tiefere Sachen dahinter. Und dann ist es vielleicht manchmal auch mal gut, das mit jemandem zu besprechen. Das mit irgendwo anzuschauen, da gibt es wir haben coole Angebote, Seelsorge nennt man das auch. Wir haben mega viel damit zu tun, ob du Gott vertraust, dass das Leben für dich möglich ist, wo langsamer ist und du trotzdem nichts verpasst. Das Leben, das langsamer ist und wo vielleicht mehr Auswirkungen hat, auch wenn unsere Gesellschaft uns etwas anderes versucht zu zeigen. Und ich glaube jetzt,
habe das letzte Mal schon gesagt, ist ein guter Zeitpunkt. So müsst ihr Sachen überlegen, wo vieles anders ist, als wir es uns gewohnt sind und wo wir uns jetzt Gedanken machen können, wie möchte ich leben, wenn das Leben vielleicht nachher wieder so möglich ist, wie wir es vorher hatten. Ist das wirklich noch das, was ich will? Und wenn wir uns nicht ausstrecken nach einem Leben, wo wir mehr Aufmerksamkeit haben für das, was ewig bleibt, wo wir mehr Frucht können bringen im Leben von anderen. Ich möchte beten. Jesus, es ist faszinierend, zu sehen, wie du unterwegs warst. Wie du irgendwo immer Zeit genommen hast für andere Menschen. So oft am Strassenrand angehalten hast. Und Jesus, du siehst, wie oft wir mit so einem Lebenstempo unterwegs sind, wo wir gar nicht mehr links und rechts schauen können, wo wir gar keine Gelegenheit mehr haben, irgendwo anzuhalten. Und ich bitte dich, Jesus, dass du zu jedem Einzelnen von uns jetzt auch redest in der nächsten Zeit und uns Gedanken darüber machst, wie vielleicht unser Leben auch nach Corona soll aussehen soll. Oder wie wir jetzt schon anfangen leben, was wir jetzt schon einüben wollen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest. Amen.